So, die Aufnahme ist gestartet. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu dieser Vorlesung Zentrale Ideen und Werkzeuge. Wir sind noch im Kapitel 01, Kommunizieren Alarmiert, haben schon einiges gesehen zu Begrifflichkeiten, zu Definitionen und so weiter. Und sind jetzt beim Thema, das war das erste von fünf großen Themen und sind jetzt beim Thema kurze, präzise Sätze, haben dazu schon ein bisschen was gesagt und machen an dieser Stelle dann weiter. So, Mikrostrukturierung, was heißt das? Also natürlich Mikro ist, also was das Einzelne was heißt, Mikro und Strukturierung ist klar. Was heißt das jetzt in Sätzen? Ja, ein wichtiger Punkt, den finden Sie im MINT-Bereich sehr häufig, ist, dass man sich von der Struktur des Fließtextes, ja, dass man einen endlosen, fließenden Fließtext sozusagen hat, dass man sich davon löst und Strukturierungsmittel nutzt mit Aufzählungen, Nummerierungen oder ähnliches. Zum Beispiel in der Form, wenn wir das mal vergleichen. Ja, Sie haben häufig im MINT-Bereich solche verschachtelten Logiken, so Fallunterscheidungen in der Form. Und wenn Sie das so als Bandwurmsatz oder mehr, vielleicht in mehrere Sätze, auf mehrere Sätze aufgeteilt, so lesen, dann wird es Ihnen wahrscheinlich genauso gehen wie mir, dass einem der Schädel dann irgendwann brummt, vor allem wenn es vielleicht noch mehrere solche Sachen gibt. Das kann man zum Beispiel entweder so mit einer einfach Aufzählung ohne Nummern oder mit Nummerierung 1 und 2. Das ist teilweise Geschmackssache. Hier würde ich sagen eigentlich, das sind die Zahlen, wenn wir das nummerieren mit erstens und zweitens, dann suggeriert das eine Reihenfolge, die keine Bedeutung hat. Deshalb habe ich hier keine ersten, zweiten, sondern nur Bullet Points, also einfach Aufzählungspunkte hergenommen. Ja, so sehen Sie dann schon mal eine deutliche Aufteilung. Übrigens möchte ich dazu sagen, ich habe ja mal in Australien gelebt und wenn man da habe ich dann Verträge abgeschlossen für Wasseranbieter, Mobilfunkanbieter, Telefonfestnetzanbieter, Stromanbieter und so weiter. Und in den Verträgen wurde das dann tatsächlich dort so, und das ist so meine generelle Erfahrung im angelsächsischen Bereich, dass dort häufig mit solchen Strukturierungsmöglichkeiten gearbeitet wird. Dass also das Layout, dass man sich vom Fließtext trennt und tatsächlich Layout-Strukturierungsmöglichkeiten verwendet, um die Logik, die ja manchmal doch etwas komplexer ist, hier zu unterstützen, zu verstehen, dass man die nicht falsch versteht. Ups, so. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Hier wird es noch komplizierter. Jetzt ist das Ganze nur vernünftig mit Klammern ausdrückbar. Ja, Sie können versuchen, sowas mal in richtigen Fließtext zu schreiben. Natürlich sind Klammern und vor allem ineinander geschachtelte Klammern verpönt, aus gutem Grund, aber wir wollen das ja gar nicht so schreiben. Aber manchmal ist halt die Logik so, dass man das im Fließtext so schreiben müsste. Und das wäre zum Beispiel eine Umsetzung davon, die klar macht durch die Strukturierung, einfach nur auf einer Ebene Strukturierung, ja, mit einem Entweder-Oder. Sie sollten immer auch das Entweder dazu schreiben, wenn es kein Inklusiv-Oder ist. Hier Exklusiv-Oder. Das klar ist, es ist ein Exklusiv-Oder, dass der Fall, dass beides eintritt, nicht hier dabei ist. Und dann ist das schon deutlich einfacher. Hier kann man sich noch überlegen, ob man das noch ein bisschen weiter auf der nächsten Ebene strukturiert. Ja, das ist eine Gewöhnungssache. Auch viele Leute sind halt daran gewöhnt, sowas im Fließtext, alles Mögliche im Fließtext zu lesen. Muss man, wenn man sich da ein bisschen umgewöhnt, dann, oder auch zu Fließtext zu schreiben, wenn man das ein bisschen umgewöhnt, dann ist das sehr, sehr hilfreich, dass man die Struktur eines Satzes auch durch solche Strukturierungsmittel noch sichtbar macht. Und das wird sehr häufig eben
im MINT-Bereich in vielen Stellen gemacht oder wie gesagt, ich kenne das auch aus dem angelsächsischen Bereich. Hier habe ich ein Beispiel aus dem Thema Corona. Ja, was heißt das? Also das könnte man öfters lesen, genau diese Formulierung, so wie es hier in Anführungszeichen steht, geimpft oder genesen und getestet. Entweder gibt es die Möglichkeit, dass genesen und getestet auf einer Stufe stehen mit geimpft. Das heißt, entweder ist man geimpft oder es muss beides sein, genesen und getestet. Oder man kann es auch andersrum verstehen, es muss geimpft oder genesen sein und zugleich getestet. Ja? Oder hier entsprechend, gut, hier ist die Situation anders, dass geboostert auf geimpft aufbaut. Also man kann ja nur geboostert sein, wenn man geimpft ist. Ja, Booster war ja die Auffrischungsimpfung. Und dann ist auch immer noch, auch wenn hier schon mal aus der Logik der Sache klar ist, wie das hier zusammenpasst, ist immer noch die Möglichkeit, es kann so verstanden werden oder so verstanden werden. Und das sind keine akademischen Beispiele, das sind Sachen, die man so gelesen hat und wo ich auch gemerkt habe, nicht nur ich habe da etwas darüber gerätselt, sondern auch andere, die irgendwo rein wollten, wo sie das gelesen haben, haben darüber gerätselt und haben danach gefragt, wie ist denn das jetzt eigentlich gemeint? Ja? Also Sie sehen solche Beispiele. Also man wird es wahrscheinlich eben nicht hier mit so Klammern schreiben, aber so mit solchen Strukturierungsmitteln mit dass man eben reinschreibt. Also für Zugang zu dieser Einrichtung muss eins von folgenden beiden gelten. Entweder sind Sie geimpft oder Sie sind genesen und getestet oder beides natürlich. Also in dem Fall wäre es natürlich kein Exklusiv-Oder. Oder dass man schreibt, zum Zugang zu dieser Einrichtung muss eins von den folgenden beiden gelten. Nee, muss sowohl das eine als auch das andere gelten. Das eine ist geimpft oder genesen, das andere ist getestet. Ja, also ich meine, wenn man bei einem Eingang zu einer Einrichtung immer noch nachfragen kann, wie das gemeint ist, dann geht es ja noch. Aber wenn man jetzt das richtig verstehen muss, ohne dass man jemanden fragen kann, dann ist das natürlich problematisch. So, und diejenigen von Ihnen, die Übungsbetrieb B machen, also für die Übungsbetrieb A machen, ist das alles ein alter Hut, das ist alles bekannt, brauchen wir nicht drüber zu reden. Für die Übungsbetrieb B machen, sie werden solche logischen Abfolgen, solche logischen Fallunterscheidungen beispielsweise, werden sie dann nochmal in einer entsprechenden Sprache nochmal formal behandeln. Nicht dieses Beispiel hier, weil es mehr um Anweisungen an Roboter auf dem Bildschirm gehen wird. Aber das ist ein gutes Beispiel. Hier sehen Sie, falls Sie geimpft sind, falls Sie zudem geboostet oder und so weiter und so fort, ja, solche Fallunterscheidungen, dass Sie das dann in so eine Struktur umsetzen, in der das vielleicht sogar noch übersichtlicher ist, wenn man gelernt hat, solche Sachen zu lesen. Gut, aber diese Folie werden Sie deutlich besser verstehen, wenn Sie erstmal im Übungsbetrieb B mitgemacht haben. Gut, ein wichtiger Punkt, den hat man kurz auch schon mal angesprochen, Negierung von Aussagen. Ja, Sie können doppelte Verneinung, dreifache Verneinung und so weiter. Was ist die Negation davon? Es gilt A und B, also Sie müssen geimpft und geboostert sein. Die Negierung ist, dass Sie nicht geimpft oder nicht geboostert oder beides nicht sind. Ja, wenn die Anforderung ist, Sie müssen geimpft und geboostert sein, wann erfüllen Sie die Anforderung nicht? Wenn Sie nicht geimpft sind, erfüllen Sie sie nicht. Wenn Sie nicht geboostert sind, erfüllen Sie sie nicht. Jetzt, ja, mit dem geimpft geboostert ist ein schlechtes Beispiel. Ich nehme lieber geimpft und genesen, weil geimpft und geboostert baut ja aufeinander auf. Sie können nur geboostert sein, wenn Sie geimpft sind. Also ich fange noch mal an mit geimpft und genesen. Die Anforderung ist, dass Sie geimpft und genesen sind. Na gut, komische Anforderung, aber nehmen wir die mal als Beispiel her. Und Sie erfüllen die Anforderung nicht, wenn Sie nicht geimpft sind oder wenn Sie nicht genesen sind oder beides nicht. Weder geimpft noch genesen. So würde man das halt vielleicht formulieren. A inklusiv oder B.
Es reicht, dass sie geimpft oder genesen sind, oder auch beides ist möglich, ja, dass sie sowohl geimpft als auch genesen sind. Das ist natürlich auch erlaubt, logischerweise. Und wann erfüllen Sie diese Anforderungen nicht? Wenn Sie nicht geimpft und nicht genesen sind. Ja, also wenn Sie weder geimpft noch genesen sind. Und das ist jetzt inklusiv oder exklusiv oder was haben wir denn da als, was kann man da als exklusiv oder hernehmen, das mit geimpft und so weiter, klappt das jetzt nicht mehr? Was sind so typische exklusiv oder Sachen, weiß ich nicht. Also halt, mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein. Ja, Sie müssen die Anforderung A erfüllen oder die Anforderung B, aber nicht beide. Wo haben wir denn sowas typischerweise? Solche Exklusiv- oder Anforderungen. Jetzt habe ich mich selbst auf dem falschen Bein erwischt. Vielleicht fällt uns ja noch, vielleicht fällt Ihnen ja auch ein gutes Beispiel dafür ein noch. Gut, was ist die Negierung? Also, Sie müssen A sein oder Sie müssen B sein, aber Sie dürfen nicht beides gleichzeitig sein. Was, ja, was kann man denn da nehmen? Mist, fällt echt kein Beispiel gerade ein. Was ist dann die Negierung? Wann erfüllen Sie das nicht? Wenn Sie weder ein A noch B erfüllen, natürlich nicht, aber auch wenn Sie beides erfüllen, erfüllen Sie die Bedingung A exklusiv oder nicht. So, weiter. Das kann man noch weiter treiben. Ja, dass man dass man komplexere logische Sachverhalte da noch hernimmt, dass Sie A und B erstmal negieren und dann das Ganze nochmal, das inklusiv oder nochmal negieren. Ja, diese Sachen werden dann nochmal im Übungsbetrieb B nochmal, wenn Ihnen dann nochmal verdeutlicht. Weil es geht da eigentlich nicht so sehr ums Programmieren, sondern eher um um den Umgang mit Sprachlogik. Insofern brauchen wir die jetzt nicht genau durchgehen. So. Das sind so Negierungen. Ich hatte heute in einer anderen Vorlesung übrigens ein schönes Beispiel immer, was man immer gerne aus dem Englischen nehmen kann. Und zwar must not. Ja, to must müssen, must not. Da war die Formulierung must not use. Und wenn man es deutsch versteht, muss nicht benutzen, dann heißt das, das Not ist auf das Must bezogen, das ist negiert worden, während es im Englischen anders verstanden wird, nämlich Must, es muss etwas sein. Und was muss sein? Not use. Also es muss so sein, dass es nicht benutzt wird, also es darf nicht benutzt werden. Das ist die gängige Übersetzung von Must not used nach Schulenglisch, nicht? Wobei ich sagen muss, dass ich auch schon öfters gesehen habe, eher die deutsche Form, dass die deutsche Form, dass das Not ans Must und nicht ans Use gebunden ist. So, Kommasetzung. Schönes Beispiel. Hier spricht, glaube ich, für sich. Können Sie sicherlich verstehen. Also, das habe ich mal an der Berliner Mauer, das war ziemlich nah am Brandenburger Tor, wenn ich mich recht entsinne, habe ich mal gelesen, als die Berliner Mauer noch stand. Und ich denke, da braucht man nichts zu sagen. Bis auf die Kommasetzung sind die zwei Sätze, die beiden tatsächlich an der Berliner Mauer untereinander geschrieben worden sind, identisch. Aber trotzdem ist die Bedeutung natürlich völlig unterschiedlich, geradezu diametral entgegengesetzt. Ja? Also Kommasetzung ist keine Schikane von irgendwelchen Deutsch-Oberlehrern. Kommasetzung ist manchmal tatsächlich entscheidend wichtig, um den Satz richtig zu verstehen. Ja. Also mir ist ehrlich gesagt auch egal, wie die Kommasetzung ist. Hauptsache, die Kommasetzung hilft dem Verständnis. Und Sie sehen hier ein Beispiel, wie wichtig es manchmal ist. Nicht immer, wahrscheinlich meistens nicht, aber doch manchmal schon. Hier noch ein Beispiel. Alle anderen bisherigen Umfragen, hier nochmal ein Komma, einmal ohne Komma und einmal mit Komma, derselbe Satz, sind zwei verschiedene Bedeutungen.
Alle anderen von den bisherigen Umfragen sind jetzt geschlossen. Alle anderen Umfragen, welches bisherige sind, sind jetzt geschlossen. Ja, das sind zwei verschiedene Bedeutungen, die da sind. Manchmal, in manchen Fällen ist es egal, dass da geht es um dieselben Umfragen. In manchen Fällen gibt es Unterschiede. Ein letztes Beispiel hier, das habe ich mal vor ein paar Jahren in Heidelberg an einem Restaurant gelesen. Wir kochen vegan und laktosefrei. Und das Detail, das hier den Unterschied macht, ist dieser Strich hier hinter vegan. Wenn dieser Strich nicht wäre, also dieser Strich ist offensichtlich gedankenlos dahingeschrieben worden. Wenn dieser Strich nicht wäre, wäre es sicherlich, würde es das aussagen, was sicherlich gemeint war, nämlich, dass sie vegan kochen und zugleich laktosefrei kochen. Während mit diesem Strich bedeutet das, wir kochen vegan frei und laktosefrei. Mir ist nicht ganz klar, was vegan frei heißen soll. Also, das heißt, man darf zum Steak nicht mal Pfeffer drauf machen, weil Pfeffer schon vegan ist. Aber es ist mit Sicherheit nicht so gemeint, dass da Steaks ohne Pfeffer gereicht werden, sondern es ist gemeint, dass alles, was gekocht wird, oder zumindest manche Sachen, die gekocht werden, einerseits vegan und andererseits laktosefrei sind. So, damit sind wir auch mit dem zweiten Punkt durch. Die anderen Punkte gehen jetzt relativ schnell. Wir haben ja auch noch in dem Grundsatz auch nur noch so ungefähr 26, 27 Folien Platz. Das sind Punkte, die sich relativ schnell abhandeln lassen. Floskelhafte Formulierung. Das ist etwas, was Sie wahrscheinlich, also nach allem, was ich von Studierenden der ZDUW so gehört habe und was auch meine eigene Erfahrung ist, was Sie im Deutschunterricht eher wo Sie im Deutschunterricht eher Ausdrucksfehler im Aufsatz kriegen, wenn Sie das machen, was ich hier sage, oder das, was halt in professionellen Bereichen, in MINT wie auch anderswo, wie zum Beispiel Jura oder Medizin, notwendig und dementsprechend auch selbstverständlich ist, was auch die Studierenden dort lernen und dann in der Berufspraxis hoffentlich praktizieren. Ja? Weil Sie erinnern sich, das oberste Kriterium, die oberste Präferenz, ja, wo es keine zweite oder dritte Präferenz gibt, die daneben irgendwie von Gewicht ist, die oberste Präferenz ist, Missverständnisse zu vermeiden, unmissverständlich zu sein. Und formelhafte, floskelhafte Formulierungen helfen dabei, Missverständnisse zu vermeiden, weil in diesen floskelhaften Formulierungen immer schon Metainformationen, Kontextinformationen drinsteckt. Ja, zum Beispiel immer die floskelhaften Formulierungen beispielsweise zwischen Pilot und Fluglotse bei der Verständigung über Funk. Ja, die sind ja nicht entstanden, weil die Leute Spaß daran haben, floskelhafte Formulierungen zu verwenden, sondern sie sind entstanden, weil es einen Haufen Flugunfälle gegeben hat im Laufe der Jahrzehnte, die auf Missverständnisse in der Kommunikation zurückzuführen waren. Ja, so Sachen wie eben am Ende immer Roger oder Over zu sagen, damit der andere weiß, jetzt ist dieser Sprechakt zu Ende oder jetzt ist sogar der gesamte Dialog zu Ende und solche Sachen. Oder auch so Sachen wie das, was man gehört hat, wiederholen, damit der andere weiß, das, was er gesagt hat, ist angekommen oder mitkriegt, dass es falsch angekommen ist und solche Sachen. Ja, und im medizinischen Bereich oder im juristischen Bereich, ja, wenn Sie da Texte lesen, die strotzen nur von immer wieder gleichen Formulierungen. Oder wenn Sie die Mathematik hernehmen, sei Epsilon größer 0 oder solche Sachen. Ja, das kann man langweilig oder nervig finden, aber es ist hilfreich, immer wieder für dieselben Sachverhalte dieselben Formulierungen zu verwenden und nicht, was Ihnen wahrscheinlich Ihre Deutschlehrer, Deutschlehrerinnen empfohlen haben, immer zu variieren. Also möglichst immer verwenden, auch wenn das Wiederholung bedeutet. Ja. Und natürlich die Fachterminologie korrekt zu verwenden. Ja. Also Epsilon ist jetzt keine Fachterminologie, bei Ihnen sei Epsilon größer 0, aber es hat sich etabliert, dass man immer für kleine Größen, die nahe bei 0 sind, Epsilon verwendet. Und wenn man davon abhängige Größe hat, dass man dann das Delta dafür verwendet. Für jedes Epsilon größer 0 gibt es ein Delta größer 0, sodass bla bla bla. Ja, das finden Sie in unendlich vielen mathematischen Aussagen drin. Und wenn man das liest, dann weiß man sofort, worum es geht, weil man das
eben entsprechend mit derselben Bedeutung auch schon unendlich oft gelesen hat. Warum ist das sinnvoll? Eben weil sie diese Metainformationen enthalten, dann die einem helfen, diese Aussage korrekt einzuordnen. Kommunikation zwischen Pilot und Fluglotse hatten wir schon als Beispiel, wo es wirklich um Leben und Tod geht. Entschuldigung, wo es von der unmissverständlichen Kommunikation abhängt, ob es klappt, ob Menschen sterben oder nicht. Sie dürfen ja auch nicht vergessen, beim Beispiel Pilot-Fluglotse, erstens, die Funkverbindung kann oft schlecht sein und zweitens, die Leute unterhalten sich alle in einer Sprache, Englisch, die für die meisten Beteiligten nicht ihre Muttersprache ist. Ja, also wenn der Pilot oder der Fluglotse erst nach Worten suchen muss, um den Sachverhalt auszudrücken, ja, weil dann ist das schlecht. Ja, besser ist es, dass den Piloten, den Fluglotsen und allen anderen auch immer wieder dieselben Floskeln eingebimst sind, dass sie halt sofort in der Notsituation das Richtige sagen. Ja, so Sachen wie Mayday oder eben SOS über Morse oder ähnliches, solche Sachen. Ja, das hat da in solche Floskeln, Formulierungen haben halt ihre Vorgeschichte. So, das reicht aber auch schon. Ja, also im Wesentlichen geht es bei diesen floskelhaften, immer wieder gleichen Formulierung bei diesem Abschnitt eben darum, Sensibilität zu wecken, dass man eben nicht so, wie man es vielleicht im Deutschunterricht gelernt hat, eher immer wieder variiert, die Formulierung variiert. Ja, das mag für journalistische Zwecke gut sein oder wenn man ein belletristisches Buch schreibt oder ähnliches, aber für Situationen, in denen es um Leben und Tod geht, ist es ganz, ganz schlecht, dass man diesen Ratschlägen folgt. So, keine missverständliche Sprachform. Hier ist ein Punkt zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, ob Sie auch zu den Leuten gehören, die immer gerne solche Füllse da reinschreiben. Immer mehr, heutzutage kann man niemandem mehr vertrauen, immer mehr Kriminalität und so weiter und so fort. Wird gerne verwendet in Situationen, in denen es objektiv falsch ist, ja. Heutzutage oder zumindest irreführend ist. Ja. Heutzutage kann man niemandem vertrauen. Mag objektiv richtig sein, aber es ist irreführend, weil es suggeriert, dass man früher den Leuten mehr vertrauen konnte. Und dann kann ja sein, dass man früher den Leuten Menschen mehr vertrauen konnte, aber es ist erst einmal nicht gesagt. Ja. Also sollte man eher vermeiden. Oder immer mehr Kriminalität. Die Kriminalitätsstatistiken sagen an vielen Stellen was anderes. Ja, also wenn Sie so etwas sagen oder vor allem schreiben auch, ja, legen Sie sich Rechenschaft ab, ob es wirklich entsprechend anders ist als früher. Und ansonsten streichen Sie das halt wieder raus. Auch das findet man häufig. Meistens ist es so und so. Meistens ist der Weihe in der Vorlesung nicht gut drauf oder was weiß ich, die meisten Vorlesungen vom Weihe sind Schrott oder was weiß ich. Aber passen Sie auf, meistens und die meisten hat doch eine bestimmte spezifischere Bedeutung, nämlich ist eigentlich nur dann korrekt und unmissverständlich, wenn es wirklich in mindestens 50% aller Fälle zutrifft. Ja, meistens heißt, oder die meisten heißt die Mehrheit. Ja, wenn Sie sagen, meistens ist das Wetter schlecht, dann mag das Ihre gefühlte Wahrheit sein, aber das muss nicht unbedingt der Realität entsprechen. Ja, also auch, da dann lieber zurückgreifen auf weniger harte Formulierungen, zum Beispiel häufig oder manchmal. Oder es kommt mir so vor, als ob, aber nicht meistens oder die meisten. Auch sowas wie in der Regel, ja, in der Regel ist dabei eine Vorlesung nicht gut drauf. Auch das, ja, wenn es gefühlt in der Regel ist oder so etwas, dann stimmt es ja immer noch nicht, ja, sondern ich weiß nicht, welchen Prozentsatz man hier ansetzen sollte, deshalb habe ich sowas wie oder so noch dazu geschrieben.
Ja, also wenn es in der Regel ist, dann sollte es wirklich sogar noch mehr sein als nur bei meistens bei 50% der Fälle. Am besten machen wir das so und so. Das ist häufig nicht gerechtfertigt, von am besten zu sprechen, weil man sich nicht vorher wirklich überlegt hat, gibt es nicht vielleicht auch noch eine bessere Lösung? Ja, das sind vielleicht erstmal, kommen irgendwie Nicklichkeiten vor, ja, aber das sind ja alles Sachen, die zusammengeschrieben, zusammengesammelt worden sind auf Basis von vielen, vielen Erfahrungen. Ja, am besten machen wir das so und so, dann wird schwer zu argumentieren, Moment, es gibt doch aber noch andere Optionen, die vielleicht noch besser sind. Ja? Also sowas wie am besten, das framet schon die Diskussion in eine Richtung, wo schwer ist, dagegen anzukommen. Zu sagen, nein, ja, ich würde sagen, besser ist es, wenn wir das und das machen. Also, zusammengefasst, wenn Sie sich zum Beispiel juristische Texte ansehen oder medizinische Texte, Arztbriefe beispielsweise, Diagnosen und ähnliches, dann sehen Sie, dass da ganz anders vorgegangen ist, aber juristische Texte sind vielleicht am einfachsten zu erkennen, Gesetzestexte oder ähnliches, dass da ganz anders vorgegangen wird als beispielsweise im journalistischen Bereich. Und nach allem, was ich gehört habe, was mir ZDUW-Studierende gesagt haben, ist es in den Schulen, im Deutschunterricht immer noch so, wie ich es auch selber kennengelernt habe, dass eher so diese journalistische Form propagiert wird. Und wenn man eher in der Form, wie wir es hier propagieren, schreibt, dass man dann ganz schnell überall Ausdrucksfehler bekommt. Ja. Da sollten Sie, also wenn Sie was so Journalistisches schreiben, dann natürlich das, was Sie im Deutschunterricht gelernt haben. Und wenn Sie eher in einem Bereich Dokumentation, Instruktion oder irgendwas schreiben, wo es wirklich von der Unmissverständlichkeit viel abhängt, hohe Sachwerte oder schlimmstenfalls auch Menschenleben, ja, denken Sie an Krankenhäuser oder ähnliches, ja, wo unmissverständliche Kommunikation auch wichtig ist, ja, dann sollten Sie eher den Regeln folgen, die wir hier ansprechen. Und in gut geführten Krankenhäusern wird auch nach diesen Regeln gefolgt, wobei das kulturspezifisch ist. Also im angelsächsischen Bereich beispielsweise ist nach meinem Eindruck, und das ist nicht nur mein Eindruck, dass man da sehr viel konsequenter in diese Richtungen geht als beispielsweise in der deutschen Alltagskultur. So, hier zum Beispiel auch so etwas. Wenn Sie denselben Begriff mehrfach ansprechen, das ist auch etwas, was einem häufig im eher journalistischen Bereich aberzogen werden soll, nämlich Wiederholungen von Begriffen. Verwenden Sie immer denselben Begriff, wenn es wirklich um wichtige Dinge geht, um Unmissverständlichkeit, verwenden Sie immer denselben Begriff für dieselbe Sache. Ja? Keine Synonyme, keine Umschreibungen und keine Pronomen. Das ist alles missverständlich. Synonyme sind häufig missverständlich, weil erstmal für den Adressaten oft nicht klar ist, ist das wirklich ein genaues Synonym oder ist es was anderes? Beziehungsweise oft ist es sogar, was man als Synonym verwendet, etwas leicht anderes. Ja, es ist nur ein beinahe Synonym und nicht ein wirkliches Synonym. Umschreibungen, ja. Ist auch dasselbe Problem wie mit Synonym, und Pronomen ist nochmal ein besonderes Problem. Der Bezug zu, was ist das Beziehungswort zu einem Pronomen? Da kommen wir jetzt gleich noch dazu. So, hier hatte ich zum Beispiel mal hier ein bisschen zum Knobeln und nochmal ein bisschen zu knobeln. Damit hier wird auch im eigentlichen Klausurblatt nochmals dabei stehen, damit klar ist, was dieser Teilsatz hier aussagt. In Klammern habe ich nochmal dazu geschrieben, was dieser Teilsatz aussagt. Kann man auch anders sicherlich machen, aber auf die Art und Weise ist klar, was im eigentlichen Klausurblatt nochmals dabei stehen wird. Nämlich, dass diese Teilaufgabe zum Knobeln ist und nicht irgendwas anderes. Oder hier, dass ich auch etwas, wo man wahrscheinlich im Deutschunterricht einen Ausdrucksfehler kriegen würde,
dass man auch, wenn man dasselbe Verb zweimal verwendet im Rahmen eines Satzes, dass man das dann vielleicht sicherheitshalber auch nochmal zweimal hinschreibt, um dem Leser, den Leserinnen zu klarzumachen, nein, hier habe ich das andere Verb nicht vergessen, sondern es ist tatsächlich dasselbe Verb. So, ich hatte eben versprochen, dass wir noch zu Pronomen kommen. Warum? Weil oft nicht klar ist, auf welches Nomen sich ein Pronomen bezieht. Das taucht zum Beispiel immer wieder auf, wenn mehrere Leute einen Text, einen ganz normalen deutschen oder englischen Text oder in einer anderen Sprache annotieren, mit der Zielsetzung zu jedem Pronomen jeweils das Bezugswort, das Nomen dazu zu identifizieren, dass es häufig dann bei diesen Annotationen zu sehr großen Unterschieden kommt, dass die verschiedenen Annotatoren für dasselbe Pronomen an derselben Stelle im Text unterschiedliche Nomen, die rund um dieses Pronomen im Text sind, dann identifizieren als das Bezugswort, was nochmal ganz deutlich macht, wie schnell missverständlich man da wird. Ja, und ich meine, das ist ja keine Kleinigkeit, wenn man das Bezugswort falsch versteht. Wenn man falsch versteht, auf welches Bezugswort sich ein Pronomen bezieht. Ja, das heißt also nur dann verwenden, wenn das Bezugswort wirklich absolut klar ist. Und da muss man im Zweifelsfall lieber nicht. Denn auch wenn Ihnen absolut klar ist, was das Bezugswort ist, dem Leser oder der Leserin muss das noch lange nicht klar sein, nur weil Ihnen das klar ist. Ja, Sie müssen sich immer klar machen, Sie haben Wissen in Ihrem Kopf drin, was der Leser, die Leserin nicht hat. Hier ein einfaches Beispiel dazu. Ich habe mir hier kein gesellschaftlich relevantes Beispiel oder was ausgesucht, sondern einfach ein einigermaßen humoristisches Beispiel. Hier sehen Sie dieses Pronomen es. Ja gut, man sollte ja denken, dass es klar ist, dass sich das auf das Kind bezieht, aber Sie sehen, man kann es auch auf Fleisch beziehen. Entschuldigung, umgekehrt. Eigentlich sollte man ja denken, dass klar ist, dass es sich auf Fleisch bezieht, aber man kann es auch auf Kind beziehen. In diesem humoristischen Beispiel ist es ganz klar, wie es eigentlich gemeint sein sollte, aber Sie können sich vorstellen, dass man auch beliebige Beispiele konstruieren kann oder beziehungsweise real auftreten, bei denen nicht ganz klar ist, wo, auf welches Nomen dieses oder dieses sich das Pronomen bezieht. Und dann kommt noch hinzu, dass sich Pronomen natürlich auch gar nicht auf das ein Nomen im selben Satz beziehen müssen, sondern vielleicht drei Sätze vorher. Oft macht man das gedankenlos so, dass man da einfach eben nicht das Nomen nochmal wiederholt, sondern einfach ein Pronomen reinsetzt und dann ist erst recht nicht klar, worauf sich dieses Pronomen bezieht. Wortbezug allgemein, zum Beispiel hier, das ist schon ein paar Jahre alt, also vor den jetzigen Krisenfällen gerade, kann man auf zwei verschiedene Weisen interpretieren, dass jedes Land für sich vor einer Wirtschaftskrise zum Beispiel steht. Sowohl in den USA als auch in China gibt es kein Wirtschaftswachstum mehr oder so etwas. Kann man auch genauso gut verstehen, dass sie eine Krise miteinander haben, dass wir kurz vor einer militärischen Auseinandersetzung stehen oder so etwas oder vor einem Wirtschaftskrieg. Bezugswort kann mehrdeutig sein. Hier zum Beispiel das Tun. Ähnliche Situation wie bei Pronomen. Das ist jetzt kein Pronomen, sondern ein Nomen. Das heißt eigentlich was anderes, aber es ist eine sehr parallele Sache. Worauf bezieht sich das Tun? X, auf Y oder auf Z? Besser ist es dann tatsächlich, statt das Tool dann wirklich X zu schreiben. X wird dabei so, falls X gemeint ist, oder Y wird dabei so, oder Z wird, Entschuldigung, oder Z wird dabei so. Dann ist es eindeutig. Ja, also lieber Wiederholung von Begriffen als hier mit Synonym. Ja, das Tool ist hier gemeint als ein Synonym für X, für Y oder für Z. Wir wissen, der Leser weiß bloß nicht, wofür, für X, für Y oder für Z. Der Autor wusste das, aber der Leser weiß es nicht. Hier ist nochmal ein schönes Beispiel, was ich auch direkt entnommen habe aus der Realität.
es liegen keine gesundheitlichen Bedenken vor, heißt nicht, ist nicht dasselbe, wird aber manchmal verwendet, als ob da gestanden hätte, es wäre gesundheitlich unbedenklich. Es ist nicht dasselbe, keine gesundheitlichen Bedenken liegen vor oder gesundheitlich unbedenklich, denn hier wieder die Negation. Die Negation bezieht sich in diesem Satz auf Vorliegen. Ja, es mag gesundheitliche Bedenken, Gründe geben, das als gesundheitlich bedenklich einzustufen, aber wir kennen sie nicht. Während, ja, zumindest, falls wirklich die Person, die diesen Satz geschrieben hat, der Sprachlogik korrekt folgt, das ist ja auch leider nicht selbstverständlich, dass die Leute das hinschreiben, was sie gemeint haben. Darüber reden wir in diesem Kapitel ja die ganze Zeit. Es liegen keine gesundheitlichen Bedenken vor. Hier bezieht sich das nicht, hier hat man das nicht fälschlicherweise, worauf eigentlich bezogen? Ja, kein gesund. Also das nicht ist hier nicht auf das Vorliegen bezogen, sondern irgendwie auf den irgendwie ganz merkwürdig interpretiert, also nicht gar nicht sprachlogisch korrekt interpretiert. Weiteres Beispiel hier zum Beispiel das Wort endlich. Gut, das ist jetzt typisch mathematisch. Endlich viele Zyklen kann zum Beispiel heißen eine endliche Anzahl von Zyklen oder endlich erhalten wir so und so viele Zyklen. Hier ein immer wieder gern eingebautes Problem, unnötiges Problem, was zum Beispiel auch wieder ein Unterschied ist zwischen Deutsch und Englisch. Also im Englischen sind Passivsätze oder Konstruktionen mit man, also mit one, eher verpönt und im Deutschen schon sehr, sehr häufig verwendet. Warum sind sie im Englischen verpönt? Warum sollte man sie auch im Deutschen eher seltener verwenden? Weil das handelnde Subjekt wird oft in so einem, also das handelnde Subjekt muss ja irgendwie dann, wenn man das handelnde Subjekt schreiben will, muss man das als präpositionalen Ausdruck schreiben, nicht? Dieser Vorgang wird durch den Weihe erledigt. Ja? Statt Aktivsatz, der Weihe erledigt diesen Vorgang. Ja? Also komplizierter. Man könnte auch einfach sagen, dieser Vorgang wird erledigt. Das macht die Sache einfacher. Aber dann ist das handelnde Subjekt weg. Ja? Und das passiert sehr, sehr häufig. Genauso bei Umschreibungen mit man. Man hat mir gesagt, also genau, das ist ein typisches Beispiel. Ich kann mich früher erinnern, als ich an der TU Berlin war, oder Mensch, also eigentlich ganz allgemein, dass man hat mir gesagt, dass das so und so im Studium läuft. Ja, sagt ein Student oder eine Studentin zu mir. Ja, man hat mir gesagt oder es wurde mir gesagt. Und dann frage ich immer nach, wer hat das gesagt? Wenn es das Studienbüro war, gut. Wenn es irgendein Student oder Studentin war, die auch nicht unbedingt Ahnung haben müssen, schlecht. Ja, der wichtige Unterschied, ob es das Studienbüro oder der Prüfungsausschuss gesagt hat oder ob es irgendjemand irgendwo mal im Discord oder wo gesagt hat, dieser Unterschied fällt weg, wenn man die Formulierung verwendet, man hat mir gesagt oder es wurde mir gesagt. Ja. Dann muss ich als Adressat daran denken, nochmal nachzufragen, wer hat das gesagt. Und wenn ich nicht daran denke und sehr selbstverständlich davon ausgehe, dass das eine Autorität war, die das gesagt hat, dann laufen wir da in ziemliche Missverständnisse hinein. Gut. Also da bleibt. Hier, also ganz generelle Regel, also im Englischen, wie gesagt, verwendet man selten Passivsätze und das ist, denke ich, eine Regel, wo man sagen kann, das passt, ja. Das ist ein Passivsatz, sollte verwendet werden, weil in dem Fall das handelnde Subjekt unwichtig ist. So wie in diesem Satz ist das handelnde Subjekt unwichtig,
Aber sehr, sehr häufig werden Passivsätze oder Konstruktionen mit Mann verwendet, wo eigentlich in diesem Beispiel, man hat mir gesagt, eigentlich das Handelssubjekt eine entscheidende Information ist, die aber dann nicht mehr drin ist. Zum Beispiel, hier ging es um Freitextbotschaften, die zentral an Fahrgäste der Deutschen Bahn geschickt werden sollten, zum Beispiel für Verspätungsinformationen oder ähnliches, per SMS, frei formulierte Botschaften. Erhalten eine Mitteilung zum Thema X, ist die Frage, enthalten alle dieselbe Botschaft? Da ist es immer besser, also wenn Sie irgendwas schreiben, immer nach Möglichkeit im Singular schreiben. Weil wenn Sie im Plural schreiben, was eigentlich naheliegend ist, was ja auch einfacher ist, wie Sie hier im Vergleich sehen, ja, was häufig einfacher zu formulieren ist und was auch eigentlich, wozu wir auch geneigt sind, weil es ein bisschen eingeschliffen ist in der deutschen Sprache. Da ist man ganz schnell auf dem Gleis sozusagen, dass man das missverständlich formuliert. Aber wenn Sie das von vornherein als Singular formulieren und sich klar machen, was hier vorne stehen muss, die eine Freitagsbotschaft oder jede Freitagsbotschaft enthält eine, dann kommen Sie eher auf die Idee, das nochmal genauer zu schreiben. Jeweils spezifische Mitteilung. Ja, jeder Fahrgast enthält eine andere Mitteilung. Der eine Fahrgast enthält die Mitteilung, er soll auf der Fahrt, weil er nach Hamburg fährt, soll er nächste Station aussteigen und dann den und den Zug nehmen. Und der andere enthält die Information, weil er nach Köln fährt, soll er im Zug drin bleiben und erst dann und dann aussteigen und den Zug nehmen und so weiter. Das ist nochmal ein genereller Punkt. Bei jeder Kommunikation, wo Sie nicht das Gegenüber sehen und nicht die Reaktion des Gegenübers erkennen können und nicht auf die Reaktion des Gegenübers wiederum reagieren können, dass Sie solche Sachen nach Möglichkeit vermeiden. Ja, auch Metaphern ganz, ganz vorsichtig verwenden, auch Übertreibungen. Ja, nie hörst du mir zu, immer machst du was anderes, als was ich sage und solche Sachen. Ja, das ist schon alles in mündlicher Sprache. Immer alles sehr problematisch, sollte man sich genau überlegen, was man da tut. Aber insbesondere wenn man etwas schreibt, hier wie in E-Mails oder in Forenbeiträgen oder ähnliches, man weiß nie, wie das ankommt. Ja? Man weiß nie, ob, wenn man etwas ironisch gemeint hat, also andersherum, also das Gegenteil von dem sagt, was man eigentlich meint, ob das wirklich erkannt wird. Jeder Mensch hat eine andere Vorstellung, potenziell haben die Leute eine andere Vorstellung von Ironie, erkennen ihre Ironie nicht. Und es gibt auch tatsächlich Menschen, die sehr, sehr hoch intellektuell, kognitiv stehen, aber Schwierigkeiten haben oder gar nicht unbedingt mit Ironie und Ähnlichem umgehen können. Ja, auch das gibt es eine ganze Menge. Das heißt also, zusammengefasst, no. Verwenden Sie das nicht. Wenn Sie es unbedingt müssen, wenn Sie es unbedingt nicht vermeiden können, dann kennzeichnen Sie das eindeutig, ja, und auch unübersehbar, ja. Denn Sie haben auf der einen Seite ein Anliegen, Sie wollen, dass Ihr Gegenüber die Sachen richtig versteht und unmissverständlich versteht und nicht sauer auf Sie sind, nicht das, was Sie schreiben, nicht in den falschen Hals bekommt. Auf der anderen Seite haben Sie vielleicht Lust daran, geistreiche Formulierungen zu schöpfen, zu erschaffen. Ja, da ist dann natürlich ein Ziel. Geistreich allein zu wollen, ist gefährlich. Ja, kommt oft falsch an beim Adressaten. Ja, dazu muss ich, glaube ich, nichts sagen. Sie kennen vielleicht diesen Spruch. Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ja? Wenn Sie jemandem anderes etwas mitteilen wollen, wenn Sie Ihr Anliegen anderen schmackhaft machen wollen, ja, dann müssen Sie Ihr Anliegen so formulieren, so verpacken, dass es eben dem anderen besonders schmeckt und nicht Ihnen selbst.
Ja, wir haben das wieder gerade mit dem Thema Last Generation, nicht? Das Anliegen, dass diese Gruppe Last Generation hat, dass sie dieses Anliegen in einer Form rüberbringen an die Adressaten im Straßenverkehr beispielsweise, die diesen Adressaten nun mal nicht schmeckt, weil es nun mal niemandem gut schmeckt, wenn man da im Stau steht, obwohl es man es eilig hat, vielleicht und so weiter. Ja? Also, wenn Sie Ihr Anliegen weiterbringen wollen, dann formulieren Sie es so, dass es dem Adressaten schmeckt und nicht speziell Ihnen. So, dann sind wir beim letzten Thema hier an dieser Stelle, in diesem Kapitel standardisierte feingranulare Strukturierung. Ups, halt, was ist hier falsch gelaufen? So, Strukturierung von Texten typischerweise in MINT, auch in anderen Bereichen, sehr feingranular. Ja. Wenn Sie sich eine Bedienungsanleitung ansehen, dann zum Beispiel, ja, das ist vielleicht ein Text aus dem MINT-Bereich, eine technische Bedienungsanleitung, die Ihnen schon mal untergekommen ist, dann sehen Sie Kapitel, darunter als nächste Ebene Abschnitt, dann Unterabschnitt, dann Unterunterabschnitt, also eine Hierarchietiefe von vier, also Kapitel 1, Abschnitt 1.1, Unterabschnitt 1.1.1 und Unterunterabschnitt 1.1.1.1 ist durchaus nicht selten. Ja, sehr feingranular, so in dieser Form. Und das Inhaltsverzeichnis, wenn Sie dann das Inhaltsverzeichnis sehen, das ist schon sehr, sehr lang. Aber wenn die Kapitelüberschriften, die Abschnittsüberschriften und so weiter vernünftig gewählt sind, dann bekommen Sie allein durch Lesen des Inhaltsverzeichnisses schon einen sehr guten Eindruck darüber, worum es, und zwar einen sehr feingranularen Eindruck darüber, worum es eigentlich hier geht und wo Sie die Informationen hoffentlich finden, die Sie suchen. Und es hat noch einen weiteren Vorteil, wenn Sie von einem Information zu einer anderen Information einen Querverweis, siehe da und da innerhalb desselben Dokuments setzen wollen. Und gerade so in technischen Beschreibungen und Ähnlichem wollen Sie viele Querverweise haben, dann können Sie natürlich auf die Seite verweisen, aber so eine Seite ist halt sehr lang und es ist häufig nicht klar, wo Sie jetzt eigentlich, was Sie eigentlich gemeint haben, was auf dieser Seite das Ziel dieses Querverweises ist. Oder Sie können auf ein Unterkapitel hier verweisen. Siehe Kapitel 1.2.3. Oder Unterabschnitt 1.2.3.4. Und dann gucken Sie in 1.2.3.4 nach. Das ist typischerweise dann natürlich ein sehr kleiner Text. Und dann ist sehr gezielt, sehr genau auf die Stelle verwiesen worden, die tatsächlich adressiert werden sollte. Ja. Das sind dann schon sehr gute Vorteile hier. Man muss sich allerdings auch daran halten, nicht? An was für Regeln muss man sich halten? Das auf unterster Gliederungsebene tatsächlich, dass man wirklich jeden Punkt identifiziert, der auf unterster Gliederungsebene als Unterunterabschnitt dann wirklich einen eigenen solchen Unterunterabschnitt verdient, dass Sie den auch tatsächlich dann identifizieren und zu einem solchen Unterunterabschnitt machen. Dass Sie überall aussagekräftige Überschriften haben, damit es nicht irreführend ist, damit, wenn jemand ihr Inhaltsverzeichnis durchschaut, um an die richtige Stelle zu kommen und eine bestimmte Information zu finden, dass sie da entsprechend aussagekräftige Überschriften haben. Und das wirklich, das ist jetzt das Schwierigste wahrscheinlich an der ganzen Sache, dass sie da Disziplin wahren. Es geht hier wirklich um Disziplin, ja, dass sie die Disziplin wahren, dass genau das, was in der Überschrift steht, auch in dieser Einheit drin steht. Auf jeder Gliederungsebene, auf der Unterunterunterebene hier, dass dieser eine elementare Punkt drin steht und genau mit einer aussagekräftigen Überschrift betitelt ist, aber auch, dass ein Oberpunkt dann eben
eine Überschrift hat, die genau das, was noch an Unterunterpunkten in diesem Oberpunkt drin ist, dann alles zusammenfasst. Und zwar wirklich nicht mehr und nicht weniger. Ja, das ist etwas, was leicht zu sein scheint, was aber schwer ist, wo man öfters mal auch durchgehen muss, um zu sehen, Moment mal, dieser Absatz gehört aber nicht in die Stelle hinein, der gehört ganz woanders hinein. Ja, und teilweise auch Reorganisation, dass man feststellt, in diesem Oberabschnitt sind jetzt mehrere Unterabschnitte drin, die aber inhaltlich überhaupt nicht zusammenpassen. Also nochmal eine Restrukturierung. So Oberabschnitte restrukturieren, dass die Beziehung wirklich zusammenpasst, was in einem Oberabschnitt drin ist an Unterabschnitten, das passt alles logisch in diesen Unterabschnitt, in diesen Oberabschnitt hinein. Bis irgendwann, ja, das ist viel Arbeit, ja, man macht, wenn Sie sich so Normierungsdokumente und sowas ansehen, dann können Sie ungefähr erahnen, vielleicht, wie viel Arbeit da drin steckt, um sowas zu dann wirklich am Ende alles in sich konsistent hinzukriegen. In sich konsistent und logisch. Interessant ist es zum Beispiel, wenn Sie wissenschaftlich arbeiten, dann werden Sie ja Zeitschriftenartikel beispielsweise publizieren wollen. Das heißt also, Sie schreiben was auf und reichen das bei einer Zeitschrift ein für die Publikation. Und dann gibt es da Leute, die sich das durchlesen und die entweder sagen, ja, okay, mit den paar kleinen Änderungen nehmen wir das gerne an, oder die Ihnen sagen, nö, passt uns überhaupt nicht, was Sie da geschrieben haben. Passt nicht in den Bereich der Zeitschrift rein oder ist zu wenig Substanz drin oder was auch immer. Oder noch dazwischen, ja, würden wir gerne annehmen, aber dafür sind die und die größeren Änderungen notwendig. Ja, so läuft das im Prinzip in der Wissenschaft, soweit ich sehe, in jeder Wissenschaft. In jeder Wissenschaft, in der man Zeitschriftenartikel oder ähnliches publiziert. Und das müssten eigentlich inzwischen, glaube ich, alle Wissenschaften sein, soweit ich das sehe. Gut, also häufig geben diese wissenschaftlichen Methoden die Struktur schon vor. Ich will das Beispiel Medizin hernehmen, empirische Studien in der Medizin, ja, also zum Beispiel Patientenstudien. Aber interessanterweise ist das, was in der Medizin, soweit ich sehe, seinen Ausgang genommen hat, findet sich inzwischen auch in anderen Wissenschaften, durchaus auch in Bildungswissenschaften, was für Sie ja potenziell relevant ist, dass auch da für empirische Arbeiten beispielsweise sehr rigide Strukturen vorgegeben werden, welche Kapitel man da zu schreiben hat, in welcher Reihenfolge und was in jedem dieser Kapitel gefälligst zu stehen hat. Zum Beispiel gibt es eine ganze Menge Journale in der Medizin, die vorgeben, dass der Zeitschriftenartikel in vier Kapitel strukturiert ist und auch der Abstract vorneweg. Ja, die kleine Zusammenfassung in genau dieselben vier Abschnitte strukturiert ist. Erst einmal, worum geht es? Und dann ist der Kapitelüberschrift tatsächlich Background. Ja, es ist vorgegeben. Die Kapitelüberschrift lautet Background. Ja, wieder dieses Floskelhafte, was wir schon hatten. Wenn Sie dann in so einem medizinischen Journal eine wissenschaftliche Veröffentlichung über eine empirische Studie, über eine Patientenstudie beispielsweise lesen, und dann lesen Sie das Kapitel Background, dann wissen Sie ganz genau, was Sie da jetzt erwartet. Dann Methods. Was haben wir genau gemacht? Wir haben eine Patientenstudie gemacht im Doppelblindverfahren, wo wir den einen das und das verabreicht haben und den anderen ein Placebo verabreicht haben. Sowas in der Form beispielsweise. Results, was sind unsere Ergebnisse? Was ist bei der Studie rausgekommen? Und das ist wichtig, das werden wir uns gleich nochmal genauer ansehen. Diese Trennung, das ist einer der wesentlichen Punkte, diese Trennung von Results und Conclusions. Results heißt, was haben wir wirklich rausbekommen? Was ist unbestreitbar das Ergebnis? Und Conclusions ist, wie interpretieren wir das, was da rausgekommen ist, dass das beides nicht miteinander vermischt wird, sondern sogar
in zwei unterschiedlichen Kapiteln mit vorgegebenen unterschiedlichen Überschriften jeweils aufgeführt wird. So, das will ich jetzt gleich nochmal auf der nächsten Folie genau sagen. Results and Conclusions. Das ist wieder mal, wie immer, die Reaktion auf häufige Probleme. Ja? Wenn da solche Vorgaben gemacht werden, so wie ich das vorhin gesagt habe bei Pilot und Fluglotse, wenn irgendwelche Vorgaben gemacht werden, dann ist das nicht jetzt irgendwie Spaß an der Freude oder Willkür oder Schikane oder irgendwas, sondern es ist wirklich die Konsequenz aus vielen, vielen, vielen Erfahrungen, schlechten Erfahrungen. Und in dem Fall sind die schlechten Erfahrungen, dass die unbestreitbaren Fakten und die Interpretation dieser Fakten, dass die häufig so durcheinander gemischt waren, dass man nicht mehr sehen kann, was ist jetzt wirklich Wahrheit und was ist jetzt Realität und was ist jetzt Interpretation dieser Realität. Ja, und das ist natürlich sehr problematisch. Also der Unterschied zwischen objektiv und subjektiv, ja, zwischen Tatsachen und Vermutungen, der ist dann nicht mehr sichtbar. Und genau darum geht es, dass dieser Unterschied zwischen objektiv und subjektiv, zwischen Tatsachen und Vermutungen erzwungen wird dadurch, dass die objektiven Tatsachen in das Kapitel Results zu schreiben sind und die subjektiven Vermutungen in das Kapitel Conclusions. Und das ist eine ganz strenge Vorgabe. Und ich meine, wenn die Leute in den Wissenschaftsbetrieb reingewachsen sind, dann geht ihnen das natürlich auch irgendwann in Fleisch und Blut über, dass sie da ohne großes Nachdenken das richtig machen. Aber es gibt ja auch noch einen Begutachtungsprozess. Wenn die Begutachtenden, die Gutachter und Gutachterinnen, die es vor der Veröffentlichung eben begutachten, um zu entscheiden, ob es überhaupt so angenommen werden kann oder ob noch größere Änderungen notwendig sind oder ob es gar nicht angenommen werden kann, ob eine größere Veränderung nicht. Wenn die draufschauen und dann können und dann irgendwo was sehen, Moment, das sieht so aus, als ob hier in der Results-Section schon erste Interpretationen drin sind, die gehören aber nicht in die Results-Section, die gehören in die Conclusions-Section, dass sie dann nochmal dieses Feedback auf die Autoren geben, bitte nochmal ganz klar trennen zwischen Results und Conclusions. Für mich sieht es so aus, als ob das und das fälschlicherweise bei Results steht. Bitte prüfen, ob es nicht zu Conclusions gehört oder ansonsten klar machen, warum das Results und nicht Conclusions sind. Ja, also Strukturierung ist ein wesentliches Mittel, vorgegebene Strukturierung ist ein wesentliches Mittel dafür, um Missverständnisse von vornherein zu vermeiden. Erstens, weil man durch die vorgegebene Strukturierung immer weiß, was einen in jedem Abschnitt zu erwarten hat. Sogar durch die vorgegebenen Überschriften natürlich noch mehr. Und zweitens mal, weil diese vorgegebene Strukturierung eben erzwingt, dass bestimmte Dinge, die nicht vermischt werden sollen, wie zum Beispiel objektiv und subjektiv, dass die dann auch getrennt werden. So, hier ist es zum Beispiel noch ein Punkt im empirischen Arbeiten, ja, zum Beispiel auch in Bildungswissenschaften ist das auch so. Also auch Bildungswissenschaften, Pädagogik, Didaktik und so weiter. Da ist zum Glück erfreulicherweise wird diese Folie immer mehr wichtig, erlangt immer mehr Gültigkeit. Erstmal haben wir das Problem, dass wir häufig viele wissenschaftliche Bereiche haben und dazu gehört im Großen und Ganzen auch der ganze Bereich Bildungswissenschaften, Pädagogik, Didaktik und so weiter, dass man da nicht wirklich hundertprozentig seriös arbeiten kann. Man hat nicht die Laborsituation, wie beispielsweise in der Physik bei einem Teilchenbeschleuniger. Ja. Man hat nur Feldversuche, in denen die Ergebnisse, die man erlangt, von vielen, vielen Störgrößen mit abhängen. Also es ist nicht unbedingt möglich, da jetzt wirklich die Wahrheit zu finden, so wie man vielleicht im Teilchenbeschleuniger die Wahrheit über bestimmte Elementarteilchen finden kann oder so etwas. Ja, deshalb sind auch etliche Zeitschriften jetzt auch in den letzten Jahren dazu übergegangen, noch einen Abschnitt zu fordern, der typischerweise mit Threats, mit Bedrohungen überschrieben ist. Was heißt das? Dass die Autoren und Autorinnen gezwungen sind, ja, das Wort gezwungen
taucht auch hier wieder auf, dass es erzwungen ist, dass die Autoren und die Autorinnen selbst sich Gedanken machen, was sind die methodischen Mängel in unserer Studie, die potenziell einen Einfluss auf das Ergebnis haben könnten und das Ergebnis also verfälscht haben könnten. Ja? Das heißt, dass das nicht unter den Tisch fällt, dass es von vornherein schon explizit drinsteht, was könnte eine Bedrohung für die Validität des von uns gefundenen Ergebnisses sein, sodass also die Gutachter und auch dann hinten später mal nach der Veröffentlichung die Leser das gleich diese Information mitbekommen können. Also, dass die Gutachter das einfach überprüfen können und dass es eine Wert und es ist eine wertvollere Information auch für die Leserschaft. Nochmal kurz mündliche Kommunikation, wieder Bill und Fluglotse. Beim Militär kennen Sie das ja. Sie denken vielleicht, dass diese ganzen Zeremonien im Militär mit Salutieren und Stramm stehen und Sir, yes, Sir oder sowas, dass das alles irgendwie Blödsinn, Schikane oder sonst was ist. Aber auch beim Militär ist das Ganze das Ergebnis von, in diesem Fall, jahrtausendelangen Erfahrungen. Beim Militär ist es ja so, Punkt 1, sie müssen oft kommunizieren unter erschwerten Bedingungen, Schlachtenlärm, Feindesgebrüll oder was auch immer. Und zweitens, sie haben beim Militär nicht unbedingt nur hochintellektuelle Leute, ja, wenn bei allgemeiner Wehrpflicht oder auch bei Berufsarmeen, auch bei Söldnerarmeen wie der französischen Fremdenlegion beispielsweise, haben sie ja viele Leute, die durchaus ja nicht unbedingt auf Abiturniveau sind, sage ich mal vorsichtig. Und drittens mal, da sind so Söldnerarmeen wie die französische Fremdenlegion ein Beispiel, wieder, sie haben ja viele Leute, die sich untereinander verständigen müssen in einer Sprache, die nicht für alle die Muttersprache ist und die Leute auch alle erst im Erwachsenenalter lernen. Ja, also viele, viele Leute sind natürlich bei der französischen Fremdenlegion, die erst dort Französisch lernen. Nur als Beispiel. In gut geführten Hospitälern haben wir diese, es sind immer wieder dieselben, egal wo sie hingucken, es sind immer wieder dieselben Regeln, die man anwendet, um missverständliche Informationen zu vermeiden. Ja, Ritualisierung, was beim Militär wahrscheinlich am stärksten ausgeprägt ist. Ja, diese ganze Geschichte mit dem Stramm stehen und salutieren bedeutet, hat das Ziel, dass die Aufmerksamkeit des anderen voll und ganz drauf gelenkt wird, auf seinen Vorgesetzten gelenkt wird. Ja, das hat schon seinen Sinn, auch wenn es von außen her komisch aussieht und auch in der Realität natürlich oft eher traurig witzig erscheinen mag, auch oft genug traurig witzig ist. Ja, also bis zur Ritualisierung, ja, zwischen Pilot und Fluglotse ist das ein Beispiel. Auch in Hospitälern oder auch, es muss ja nicht im Militär sein, wir können genauso gut Polizei oder Feuerwehr als Beispiel hernehmen, wo das vielleicht nicht ganz so stark ist, also man wird bei der deutschen Polizei nicht salutieren oder ähnliches, aber trotzdem in abgeschwächter Form sind es dieselben Regelungen. Wofür sind diese Regelungen da? Es geht immer um dasselbe, es geht um Metainformationen, es geht um einordnenden Kontext, ja, damit die Leute genau wissen, was der Sprechakt bedeutet. Ja, Sir, yes, Sir heißt, der Sprechakt fängt mit Yes an und hört mit Yes auf. Das ist der Sinn von Sir, yes, Sir. Nur als Beispiel. Oder eben, das hatte ich glaube ich schon vorhin als Beispiel, dass sie zum Beispiel zwischen Pilot und Fluglotse, wenn der eine von beiden was sagt, dass der andere das dann wiederholt, damit derjenige, der es gesagt hat, weiß, ob es richtig angekommen ist oder nicht. Und wenn es nicht richtig angekommen ist, dass er dann gleich negativ sagt und das nochmal wiederholt oder in der Form. Oder ein anderes Beispiel, die 5W. Ich weiß nicht, ob Sie das noch lernen. Ich habe das noch als Kind gelernt. Wer ruft an immer, also wenn Sie einen Unfall oder ein Feuer oder was melden, durchaus immer den eigenen Namen sagen, wer Sie sind
wo, was ist passiert, wie viele Personen betroffen und dann das fünfte W. Nicht, auch dieses fünfte W ist natürlich das Ergebnis von vielen, vielen bösen Erfahrungen, dass Leute angerufen haben, das alles gesagt haben und dann aufgelegt haben, sodass es also keine Möglichkeit für Rückfragen gibt, zum Beispiel, auch wenn jemand eben zum Beispiel vergessen hat zu sagen, wo es passiert ist und dann aufgelegt hat. Ja, schlecht, nicht? Oder ein anderes Beispiel aus dem medizinischen Bereich, wie der S-Bahn, muss ich sagen, ist stark verkürzt. S für Situation, ich bin der und der. Also es geht eher um jetzt nicht von Kommunikation unter medizinischen Laien hier, Notruf, Anruf. Hier geht es ja um die Kommunikation von Laien mit Feuerwehr oder Polizei oder Rettungsdienst. Hier geht es um Kommunikation unter medizinisch versierten Personen, denen man also ein bisschen mehr zumuten kann, wie sie die Situation beispielsweise beschreiben. Ich bin der und der oder die und die. Patient ist da und da, hat den und den Zustand. Die Vitalzeichen, wie etwa Puls, sehen so und aus. Und nicht zu vergessen, warum rufe ich an? Mein Grund für die Sorge ist, weil der Patient jetzt gerade massiv blau anläuft oder so etwas. Ich formuliere jetzt hier natürlich nochmal. Background, B, der Hintergrund. Nicht zu vergessen, ja, S-Bar, man weiß, aha, als erstes Situation, das da. Dann Background, aha, wurde eingeliefert mit der und der Diagnose. Assessment. Der Zustand verschlechtert sich gerade, der Patient läuft gerade blau an und ich habe den Verdacht auf einen, keine Ahnung, auf eine Thrombose oder etwas. Und wir reden hier von medizinisch geschultem Personal, die dann durchaus auch eine Empfehlung aussprechen können. Ich empfehle sofort die Person jetzt in den OP zu bringen. Sowas zum Beispiel. So, damit sind wir mit diesem Kapitel durch. Wir sind noch nicht mit der Vorlesung heute durch. Ich werde jetzt diese Aufnahme stoppen. Moment.